So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Das ist ein Booster, was man eigentlich nicht aufmachen darf. Es ist ein Jumpstart Booster. Eigentlich muss man damit spielen, man muss damit draften, nicht, aber halt dieses Sealed Deck Format machen. Und keine Sorge, das werde ich damit auch tun, weil ich habe mir mittlerweile einen kleinen Fundus davon angelegt. Und wenn ich dieses Deck noch nicht habe, wird es dort mit eingebaut und dann wird damit gespielt. Und wir haben Angels. Okay, das kann cool werden. Angels habe ich noch nicht, das heißt, das Ding wird wirklich gespielt. Und zwar haben wir Linvala, Keeper of Silence. 4 Mana 3-4 fliegend. Effekte von euren Gegnern, zumindest von den Kreaturen, von denen können nicht aktiviert werden. Dann haben wir einen Angelic Arbiter, 7 Mana 5-6 fliegend. Und jeder Gegner, der einen Zauber spielt, kann in diesem Zug mit Kreatur nicht angreifen. Jeder Spieler, der mit Kreaturen angreift, kann in diesem Zug keine Zauber spielen. Hammer! Ja, dann haben wir noch die Ascension. Zwar mal eine Kreatur wird exiled und kriegt einen 4-4 Token. Am Inception Angel, 3 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, bringt man ein permanentes Zug auf die Hand. Zera Angel, Guardian Idol. Ja, das kennt man ja alles, da gehe ich mal ein bisschen durch. Thrimming Heath. Und wir gucken uns das Engelland an und ich weiß jetzt schon, dass das jemand kriegt. Das wird auch verschenkt. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Abelexit. Das ging schnell. Ciao, ciao.